Hallo und herzlich willkommen zu einem Tutorial. Mein relativ erstes Tutorial, was ich auf meinem Kanal starte. Und es wird nämlich auch eine Serie werden. Es wird jeden Tag ein Tutorial von einer neuen Klasse kommen. Denn ich habe bemerkt, dass ziemlich viele jetzt momentan anfangen, Hearthstone zu spielen, weil es auf dem Handy rausgekommen ist. Und viele haben noch nicht so viel Ahnung von dem Spiel. Von daher dachte ich mir, da ich das Spiel schon ziemlich lange spiele und ziemlich lange dabei bin, kann ich mal relativ simpel und einfach erklären, was so das beste Basic Deck jeder Klasse ist, wie ihr dann damit aufräumt, die Karten des Decks ein bisschen erklären und dann weiter darauf eingehen. So, wir haben hier ein relativ einfaches Kriegerdeck zusammengestellt, natürlich mit den Basiskarten. Das heißt, wenn ihr ganz neu angefangen habt und die Mindeststufe 10 erreicht habt mit einer Klasse, habt ihr hier ganz einfach das beste Basisdeck, was es momentan gibt. Also, wenn ihr nur das Basisdeck haben wollt, dann habe ich hier für euch das Ganze mal drin. Das heißt, ihr könnt jetzt einfach mal kurz die Karten schauen und sie euch dann zurechtlegen auf eurem Hearthstone-Account und dann das ganze Deck schon fertig haben. Wenn ihr aber noch ein bisschen erklärt haben wollt, wie die ganzen Karten funktionieren und warum sie im Deck sind, dann bleibt weiter dran. So, ich gehe jetzt einfach von oben bis unten durch. Hinrichten habe ich im Deck, da Hinrichten ziemlich stark ist. Vernichtet einen verletzten feindlichen Diener. Das bedeutet, dass egal wie hoch eine Karte ist, also egal was für einen Angriff es hat, wenn es eine 30-30 ist, ist scheißegal. Sobald sie einen Schaden von irgendwo kriegt, entweder von einer normalen Schadenscode oder durch einen Kampf mit einem anderen Monster, das heißt, wenn ihr so mit einer 1-1er eine 30-30 angreift, hat sie ja ein Leben verloren. Und dann durch Hinrichten könnt ihr die Karte einfach zerstören. Einfach so. Easy. Damit könnt ihr den Spielverlauf so stark ändern, dass wenn der Gegner so richtig OP momentan ist, könnt ihr einfach den ganzen Tisch umdrehen und dann habt ihr eine relativ bessere Chance, als wenn ihr sie nicht habt. Also natürlich Hinrichten zweimal im Deck. Vorher Kriegsaxt. Boah. So, die habe ich im Deck, da Waffen Waffen auf jeden Fall immer vor den Monstern bevorzugt werden. Sie hat eine Haltbarkeit von 2 und 3 Schaden und da der Krieger ja ziemlich viel Rüstung aufbauen kann durch seine Heldenfähigkeit, ist es gut zum Traden da. Das heißt, wenn ihr Monster traden, bedeutet auf jeden Fall die Monster zuerst zerstören, bevor ihr den Gegner direkt angreift. Das bedeutet traden für die, die es nicht wissen, da das Ganze ja für relative Anfänger da ist. Habe ich hier vorige Kriegsaxt 3 Schaden und zwar Haltbarkeit. So, zum nächsten haben wir hier ja heldenhafter Stoß. Verleiht eurem Helden plus 4 Angriff in diesem Zug. Das bedeutet, dass, und es kostet nur 2 Mana. 2 Mana, das ist saubillig für 4 Schaden plus in einem Zug. Das bedeutet jetzt, ihr seid entweder im Early Game oder natürlich im Late Game. Könnt ihr einfach 4 plus Schaden machen, beziehungsweise dann eine Kreatur traden, die ihr normalerweise nicht traden könnt. Ist einfach relativ OP. Spalten. Fügt 2 zufälligen feindlichen Diener 2 Schaden zu. Das heißt, ihr könnt das Board easy clearen, wenn der Gegner, also Board clearen bedeutet, seine ganzen Monster zerstören. 2 Monster zerstören für 2 Mana, die 2 Leben haben, beziehungsweise einfach 2 Schaden zufügen, ist relativ stark. Dann haben wir Blut zum Framtor, relativ einfach nur ein Wildtier mit 3-2 für 2 Mana. Dann eine 2-3er, auch ein Wildtier für 2 Mana. Dann ein säurehaltiger Schlamm, zerstört die Waffe des Gegners. Was muss ich da mehr dazu sagen? Das heißt, ohne dass der Gegner eine Waffe auf der Hand hat, braucht ihr die Karte relativ eigentlich gar nicht aktivieren. Ist dann egal. Dann eine Blutelfenklerikerin, ganz einfach, Kampfschrei, das heißt, wenn sie auf dem Feld kommt, kannst du einem befreundeten Diener +1/+1 geben. Das heißt, wenn du deine 2-2 vorher auf dem Deck hast, das heißt, im Early Game ist es ziemlich gut, du hast eine 2-2 auf dem Spielfeld und spielst dann die Blutelfenklerikerin raus, dann ist es direkt eine 3-3 und du kannst direkt dann +1 Schaden dazufügen und sie ist halt dann OP. Also für 3 eine 3-2 mit so einem Effekt ist natürlich super gut in dem Basic Deck. Eure anderen Diener haben +1 Angriff, den Schlachtzugsleiter, auch sehr wichtig, finde ich, in einem Kriegerdeck, weil in einem Kriegerdeck baust du ja relativ starke Truppen auf, also relativ viele Truppen, deswegen ja auch diese 2er Draws. So, Wolfsreiter, Ansturm 3-1, um ein bisschen offensiver zu gehen. Eiswind Yeti, eine 4-5er, für 4 Mana, auch relativ sehr stark im Basic Deck. Ein Elite-Soldat, damit man auch wieder Ansturm sehr viel Schaden innerhalb von einem Zug machen kann, ohne dass der Gegner überhaupt was dagegen machen kann, außer der Gegner hat natürlich eine Spottkarte auf der Hand, auf dem Feld.
Schildmeister, ja, ist so beabsichtigt von Blizzard, falls jetzt alle schreiben, Schildmeister hat falsch geschrieben. Nein. Schildmeister, Sportkarte in der 3-5er für 4 Mana, finde ich sehr stark. Da kann steht ja, wie gesagt, Waffen immer davor und 5 Schaden. Mega heftig. Kannst den Gegner so wegklatschen. Der wird nie wieder aufstehen. Und natürlich den Oger der Felsfäuste. So, die nächsten Tutorials kommen jetzt die Tage. Und ich hoffe, das Ganze hat euch weitergeholfen. Ich hoffe, ihr könnt das Basic Deck relativ gut nutzen. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr natürlich ein Abo dalassen und ein Like. Wie habe ich das jetzt gerade verkackt, Leute? Oh mein Gott. Egal, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann bei einem nächsten Tutorial oder der nächsten Hearthstone-Folge, wo ihr eben einschaltet. Das ist ganz euch überlassen. Bis dann. Ciao.